Heute ist Freitag. Heute gibt's die Gaming News und wir sehen uns gleich wieder. Und übrigens, mein neuer Kanal-Link heißt Jockel Gaming. Entschuldigung! So, erstmal Entschuldigung, dass das letzte Video so scheiße geworden ist. Ist doch scheiße geworden, oder? Er nickt. Also ist es scheiße geworden. Das lag einfach daran, dass die ganzen Aufnahmen an meinem Computer da hinten ein bisschen kaputt waren. Und es hat sich gerendert. Ich hatte keine Zeit mehr. Was mache ich? Die Aufnahmen raus. Ja. Hat doch super geklappt. Und Sony Vegas hat den Rest gepackt mit seinen schönen Streifen hier. Und dann hier ein kleines Bild. Ja. Erste News. Vorgestern ist Uhrenhund Wuff. Oder auch anders Watch Dogs erschienen. Wer es nicht kennt, ich blende euch hier einen kleinen Trailer ein. Sorry, ja. Hier kommt ein kleiner Trailer. Da könnt ihr draufklicken und da kommt ihr direkt zum Video. Also ich habe es mir schon geholt. Und aus eigener Erfahrung, ich habe es nicht so weit gespielt. Ich habe es nur angespielt. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Grafik ist, fand ich, so gut wie letztes Jahr bei der E3. Aber ist immer noch fantastisch. Einzelne Szenen, wie zum Beispiel am Anfang kommt man so vor einem Beamer, das sieht auch richtig heftig aus. Auf Ultra auf jeden Fall funktioniert es super. Das schafft aber nicht jeder PC. Ja, die Steuerung ist sehr schwammig. Besonders im Auto, weil da biegt man so ein bisschen ab und es biegt so ab. Aber macht ja nichts. Zweite News. So. Und wer sich verstanden hat, ich habe gesagt, dass der Xbox One Controller laut Ansage eines Microsoft-Mitarbeiters schon sehr bald, und damit meint er auch sehr bald, mit dem PC kompatibel sein wird. So, was kann man denn zum Xbox One Controller sagen? Das ist sehr schön, weil der Controller ist schön. Warte, ich hole den von meiner wunderschönen Ladestation. Da ist er. Liegt sehr schön in der Hand. Kennt man ja schon. Wer das noch nicht kennt, sollte sich mein Video angucken. Gibt es viele genug. Einfach Xbox One Controller in YouTube eingeben, erkennt man schon. Auf jeden Fall der hier wird hier oben, kann man es sehen, da ist auf jeden Fall so ein Micro-USB-Port, den kann man dann mit PC anschließen und dann funktioniert es auch. Und das ist sehr schön, weil er ist ein guter Controller, finde ich auf jeden Fall. Das ist ein Streber. Ein schlechter Streber. Er lernt und kann trotzdem nichts. High five! Drittes Thema. So, als drittes Thema habe ich mir rausgesucht, dass Nintendo ein Partnerprogramm für YouTuber bringen wird. In diesen werden die Content-IDs ignoriert, sagen wir mal. Wenn man pornografischen Inhalt oder Gewalt oder Rassismus in seine Videos packt, dann kriegt man ja einen Strike. Und bei 3 Strikes wird der Kanal gelöscht. Und Content-IDs sind so ein bisschen vereinfacht, dass dann einfach nur, wenn du zum Beispiel Musik drin hast oder Spiele, was Leute nicht haben wollten, weil zum Beispiel Nintendo sagt, du darfst kein Super Mario mehr Videos davon machen, dann kommt das eben in die Liste der Content-IDs und wenn YouTube sieht, dass sowas dann in deinen Videos drin ist, macht es einfach die Monetarisierung weg. Da kriegst du kein Geld mehr, aber es kann auch mal passieren, dass da Werbung trotzdem noch vorkommt. Und dann kommt das schöne ganze Geld von der Monetarisierung, besonders wenn man groß ist, kommt alles einfach zu YouTube. Ist auch super, total fair natürlich, wenn man sich die Mühe macht, irgendwie eine Stunde da aufzunehmen, dann 15 Minuten hochlädt. Und dann kommt das ganze Geld trotzdem noch zu YouTube, weil die wollen ja, Nintendo will ja nicht, dass wir die Spiele spielen. Und das soll sich jetzt ändern, indem man das Partnerprogramm in die Welt setzt. Ein Kind in die Welt setzen, sagt man ja, Alter, ja. Ein Kind ins Leben rufen. Ruft der Vater so in die Waage der Frau. Kindlein, komm raus aus dem Bäuchlein der Mami. Ich kann mich selbst nicht mehr ernst nehmen. Und dank Nintendos Partnerprogramm wird sich das auch bald ändern. Denn alle, die in diesem Programm drin sind, dürfen dann auch Videos von Nintendo-Spielen veröffentlichen. Und wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder heißt, es ist Donnerstag und jetzt kommen die Gaming News. Ich habe gerade ein Foto gemacht.